Wird erst in Julifeldern, wo Farbe und Hitze eins werden, können wir nur vorbeifliehen, vor der aus Gewissheit wachsenden Lust oder vermengt in Farbe, Hitze und Welt, in unseren Sinnen verbrennen, ohne an Asche zu denken. Sommer, Fangstellen für Sonne und Wind auf heißer Haut, Zikadenschrei im Ohr, Meerwasser auf der Zunge, leiser Gesang des Hohelieds, zeitlos aufbewahrt, in gemeinsamer schweigender Lust, das Leben ein farbiger Stein, gehüllt und behau vom steten Ozean des Lebens. Geschieden und vertraut sie überhaupt nicht mehr. Also das heißt, die Sehnsucht scheint unerfüllt zu bleiben. Daher bin ich auch fast nicht in der Lage, immer die Liebe so ernst zu nehmen, obwohl ich ein begeisterter Mensch bin, der sich lieben lässt und auch gerne liebt. Aber manches Mal habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt in der ganzen Biologie nicht und auch der Psyche nicht. Daher der erste Text auch. Eine Parodie auf unsere Liebe. Du sitzt nackt auf meinem Schoß, willig lässt du dich streichen, du küsst mich. Deine Berührungen zwischen Sanftheit und grellem Verlangen. Hinter dir ein Spiegel, in dem ein Paar, ein uns zum Verwechseln ähnlicher Trug, dasselbe macht wie wir. Dem Verhalten von uns Vieren wohnt schon etwas Fremdes und Absurdes inne. Da gibt es auch die Enttäuschung in der Liebe. Wenn das letzte Wort gesprochen ist, wirst du schweigen. Ich weiß, ich gehe dir auf die Nerven. Wenn das letzte Wort gesprochen ist, bleibt nur ein schwerer grauer Schatten über der Glut, die uns einmal verbannt. Wer bläst noch einmal, versucht, das Feuer anzufachen? Dein und mein Schweigen sind wenig geeignet, auch nur ein kleines Feuerchen entstehen zu lassen. Jetzt gehen wir einander nicht einmal auf die Nerven. Meine Hände, der sichere Hafen, ein Strand, an dem Geschichten anlanden, von dem Boote ausschlafen dürfen. Hände, Wetter wiegend, Dunkelheit während, deine Lebenslinie mein Horizont. Reich mir deine Hände. Ein Glück in der Hand, geblendet ganz von seinem Glanz, trink ich das Bernsteinlicht. Ich bin voll Gier und ohne Unterlass, als wäre ich berauscht. Ich achte nicht auf Donner, nicht auf Regen und halte die Sonne fest. Und wenn ich nach Herzenlust getrunken habe, dann werde ich ganz gültig. Nicht kränken werde ich meine Frau, doch werde ich ihr Goldschall sein. Sie sind mir schutzlos ausgeliefert.
Ich werfe meine imaginäre Angel aus und muss nicht lange warten. Einen Mausklick später hängen sie bereits an meinem Haken. Ich habe meine Mission zu erfüllen. Solange diese nicht vollbracht ist, werden sie von mir keine Ruhe haben. Ich habe mich in sie verbissen und ich bin schlimmer wie ein Barracuda. Satt und zufrieden schiebe ich meinen Teller beiseite. Ich sitze im Schanigarten eines gemütlichen Restaurants und warte auf meinen ersten Kunden. Allein. Kann weder Mitwisser noch ungebetene Lausche gebrauchen. Sobald er mir sein Foto und seine Telefonnummer gesendet hat, gehört er mir. Nur der Betreffende weiß nicht, dass er mir in die Falle getappt ist. Meist bekomme ich mehr, als ich fordere. Fotos, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt sind und eher in trauter Zweisamkeit aufgenommen werden. Im Gegenzug erwartet er von mir eindeutige Fotos inklusive Telefonnummer. Leider kann ich damit nicht dienen, doch ich habe eine Menge plausibler Ausreden parat, seinen Wunsch zu verweigern. Für mich sind sein Foto und die Telefonnummer die Basis für eine unbefristete, lukrative Geschäftsbeziehung. Zugegeben einseitig, denn ich sitze am längeren Ast. Pünktlich auf die Minute, das lobe ich mir. Er hat doch nicht gelogen, sein Foto entspricht tatsächlich der Realität. Typ freundlicher Opa, seine Kleidung ist elegant und unauffällig. Sicherlich stets höflich und hilfsbereit und zuvorkommend ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, der Kinder und Tiere liebt, gerne in der Natur unterwegs ist. Ein Ehrenmann mit Handschlagqualität, der sich sein Leben lang bisher nichts zu Schulden kommen ließ. So schätze ich ihn ein und er besitzt dennoch eine dunkle, sehr dunkle Seite. Ich habe seine Leiche im Keller ausgegraben, ohne mich besonders dafür anstrengen zu müssen. In wenigen Minuten werde ich ihn damit konfrontieren. Etwas unsicher sitzt mein Opfer an seinem freien Tisch, fährt sich durch sein schütteres, schlohweißes Haar und wartet nervös. Ich lasse noch zappeln, das ist Teil meiner Taktik. Eine Zigarettenlänge wird er sich noch gedulden müssen. Er klebt bereits an meiner Leinspindel. Opa blickt sich immer wieder verstohlen um, seine Nervosität steigt von Minute zu Minute. Ich dämpfe meine Kippe aus und erhebe mich. Noch hat er mich nicht bemerkt. Langsam gehe ich auf seinen Tisch zu. Guten Tag. Grüße ich freundlich und frage höflich, ob bei ihm noch frei wäre. Er zuckt zusammen, antwortet er mit erstauntem Blick. Nein, leider nicht er. Ich erwarte noch jemanden. Außerdem sind doch noch genügend Tische frei. Bei Ihnen gefällt es mir aber ganz besonders gut. Mein Tonfall lässt keinen Widerspruch zu. Aber anschließend verfalle ich sofort in einen penetranten, säuselnden Tonfall. Richter? Ein kaum merklicher Ruck durchfährt seinen Körper. Oder soll ich sie lieber Dr. Lothar Gutmann nennen? Jasmin kann heute leider nicht kommen. Was soll das? Fährt er mich entrüstet an. Sie müssen mich verwechseln. Lassen Sie mich doch gefälligst in Ruhe. Vorbei ging ein Mädchen. Mit glänzendem Haar. Eine Rose. Funken duften und scheinen. Da flog er weiter, ein Schmetterling, und blüht so dunkel und fein. Dann eine Schneckenballade. Ein Schneck wohnt still in seinem Turm, bemüht, die Welt zu meiden. Ich hebe ihn auf, ich drehe ihn rum, ich atme warm, ich summe stumm, ich flüstere Lob, ich hauche Applaus. Da endlich kommt er raus, äugt führend nach dem Sturm, dann tippe ich ihn voll Ungeduld und er ist weg. Ich habe Schuld, muss seufzend mich bescheiden. Ein Jammer mit uns beiden. Und dann das Dritte, der Traummann. Ich habe einen Mann für die Wirklichkeit und einen habe ich zum Träumen. Denn es ist nun einmal im Leben so, die Wirklichkeit macht mich immer froh und man soll doch nicht Schönes versäumen.
Wirkliche ist eben Notwendigkeit. Der andere Luxus, zu träumen. Und knurrt mich der Wirkliche ärgerlich an, dann schalte ich zum Traummann und wandere dann unter Palmen und der Eichenbogen. Thank you.